Was hatte er mit der Sache zu tun? Er sollte eines der 5 Gemälde der Finsternis suchen. Das Bild aus dem Louvre. Aber er hat zu viel herausgefunden. Er hat mit Wasley hier in Prag gesprochen. Die beiden haben Informationen ausgetauscht. Ich habe Wasleys Faxe gefunden. Und 4 Stiche, die er von Coy geschickt hatte. Wasley hatte ursprünglich 5 Stiche. Einen hat er aber behalten. Warum sind diese Stiche so wichtig? Jeder Stich enthält Informationen über das Versteck des entsprechenden Gemäldes. Also hat einer der Stiche von Coy zu dem Gemälde im Louvre geführt. Ja, aber ihr Freund war unvorsichtig. Die Kabal hatten die Faxe abgefangen. Also brauchte Eckart von Coy nicht mehr. Er war nur noch ein loses Ende, das abgeschnitten werden musste, wie Wasley. Sie meinen getötet wie Wasley. Warum richtet Eckart die Leichen so zu, Buscher? Und wozu braucht er die Gemälde? Genau weiß ich das auch nicht. Aber es hat etwas mit der Wiederbelebung des Cubiculum Nephili zu tun. Der Cubiculum Nephili. Der Schläfer. Der letzte Überlebende der Nephilim. Sie haben also schon von ihm gehört. Eckart ist verrückt. Er will mit Hilfe des Schläfers die Nephilim zu neuem Leben erwecken. So sieht es aus. Also führt uns der 5. Stich, den Wasley zurückgehalten hat, zum letzten Gemälde der Finsternis. Ich sehe mich hier mal um. Er wird ihn gut versteckt haben. Wasley war sehr vorsichtig. Offensichtlich nicht vorsichtig genug. Auf dem letzten Stich ist das Gewölbe der Trophäen abgebildet. Es war eine der letzten geheimen Festungen der Lux Veritatis. Eckart will um jeden Preis hinein. Eine Festung der Lux Veritatis. Sie haben die 5 Gemälde der Finsternis Ende des 15. Jahrhunderts versteckt. Das letzte Bild ist mit ziemlicher Sicherheit im Gewölbe. Wissen Sie auch, wo dieses Gewölbe ist? Es muss irgendwo unter dem Strahov-Gebäude sein. Und das Gemälde ist wirklich dort? Eckart glaubt es. Das ist einer der Gründe, warum sich die Kabal dort eingenistet haben. Die Zeit wird knapp. Ich muss mich hier umsehen. Und ich? Wollen Sie mich etwa hier lassen? Ja. Machen Sie eine Pause. Sie sind viel herumgelaufen. Ich komme mit dem 5. Stich zurück. Gut. Ja, gehen wir hier lang? Ach nee, von hier kommen wir ja. Gehen wir mal den anderen Weg. Ja, wir haben jetzt eigentlich einige sehr interessante Informationen gekriegt. Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich sehr gut. So. Ja, das ist hier mal wieder so ein kleines Spielchen von dem Typen hier, der gewohnt hat. Aber ein Spielchen, was durchschaubar sein kann. Es hat was mit dem hier zu tun, worauf wir stehen. Das sieht man auch schon teilweise, wenn man sich die Grafik anguckt. Aber wir müssen das natürlich erstmal hinkriegen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen herumsuchen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es hier einen ziemlich geheimen Mechanismus gab. Und der ist natürlich so geheim, dass Lara den so schnell wieder... Was ist das? Nee. Dass Lara den natürlich kennt. Ich werde stärker. So. Okay. Gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal hier hoch. Ja. Das schaffen wir wohl nicht, aber das werden wir schaffen. Wir müssen jetzt irgendwie darüber. Oh. Okay, und hier sind 2 Ketten, wie wir sehen. Okay, und... Guck
Gucken wir mal. Okay. Drei. Gut, jetzt haben wir es auf jeden Fall schon mal halb geschafft. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. Die 3 leuchtet jetzt ganz schön. Wir haben auf jeden Fall die Uhr da unten angemacht. Müssen wir jetzt zur Uhr und die 3 einstellen? Oder müssen wir erst die Kette da drüben nochmal beziehen? Ich mache da mal was. Warte mal. Wo habe ich das jetzt immer gespeichert? Das ist natürlich typisch ich. Natürlich am Anfang des Levels. Okay. Los geht's. Ist dieses Wetter nicht herrlich? Ja, ist es. Wir wissen jetzt zumindest, was wir machen müssen. Wir müssen erstmal mit diesen Typen hier reden. Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Was? Das da. Ziemlich groß. Ziemlich viel Schnee. Verschwinden Sie, ich arbeite. An einer wichtigen Story, was? Ja, ich bin Reporter. Was ist da drin passiert? Das Monster hat wieder zugeschlagen. Sie sind nicht von hier. Nein, ich brauche Informationen. Ich bezahle auch dafür. Das wird teuer. Soweit ich weiß, war Wasley ein Kunsthändler. Mehr als das. Er hat für die Mafia gearbeitet. Mafia? Wie kommen Sie darauf? Lady, ich weiß es. Ich beobachte Wasley schon eine ganze Weile. Warum wurde er dann umgebracht? Wasley hat etwas gefunden, das sie haben wollten. Also musste er sterben. Sie haben dieses Monster auf ihn gehetzt. Sie sagten, er hätte etwas gefunden. Wissen Sie zufällig was? Ein Gemälde vielleicht? Keine Ahnung. Aber die haben ihn auf alle Fälle zum Schweigen gebracht. Die Mafia hat alle Beweise beseitigt und ins Strahhof geschafft. Jetzt verraten Sie mir doch sicher, was der Strahhof ist, oder? Nein. Ihre Sprechzeit ist um. Reden Sie weiter. Ich habe noch genug Geld. Das ist es nicht, aber ich erzähle Ihnen da gerade sehr gefährliche Sachen. Sollte lieber den Mund halten. Sie sind ein großer Junge. Sie machen das schon. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ladik. Mein Name ist Ladik. Okay, Ladik. Was noch? Das Strahhof ist das Prager Hauptquartier der Mafia. In letzter Zeit war dort verdammt viel los. Sie sind gut informiert. Ich bin ein Profi. Das ist mein Job. Ich habe Dossiers über alle Hauptdarsteller. Die sind aber nicht billig. Okay, zeigen Sie her. Das nennen Sie Dossiers? Wissen Sie, wer das ist? Nein, er kam gestern hier an. Das ist Bouchard. Ein Krimineller aus Paris. Ich bin dem Kerl mal begegnet. Echt? Gehört er zur Pariser Mafia? Keine Ahnung. Wer ist das? Das ist Eckhart. Wenn Sie mich fragen, hat der Kerl hier das Sagen. Allerdings weiß ich über ihn wesentlich weniger als über die anderen. Im Moment sind sie übrigens alle im Strahhof. Ist das alles, was Sie haben? Für die paar Kröten war das schon ziemlich viel. Ich muss ins Strahhofgebäude und Sie werden mir sagen, wie ich da reinkomme. Nur gegen Bars. Das Gebäude wird bewacht. Ich könnte Ihnen einen Zugangscode besorgen. Dauert eine halbe Stunde. Aber ich habe Unkosten. Gib mir den Code, sonst... Sonst was? Wollen Sie mich erschießen? Ah, endlich mal ein guter Vorschlag. Hier? In der Öffentlichkeit? Vor den Augen der Polizei? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe keine Zeit für diesen Mist, Ladek. Ich brauche frische Luft. Ich glaube, das Gespräch war nicht so erfolgreich. Was wissen Sie über das Gebäude da drüben? Was? Ich glaube, ich sollte nochmal laden. Ich wollte das Gespräch einfach mal anders abschließen, aber irgendwie, ich sollte freundlich bleiben. Ist dieses Wetter nicht herrlich? Ja, wer das jetzt nicht sehen will, der kann ja vorspulen. Ich muss nochmal mit dem Herrn hier reden. Danach speichere ich aber. Was ist das Gebäude da drüben? Was? Das da, ziemlich groß, ziemlich viel Schnee. Verschwinden Sie, ich arbeite. An einer wichtigen Story, was? Ja, ich bin Reporter. Was ist da drin passiert? Das Monster hat wieder zugeschlagen. Sie sind nicht von hier. Nein, ich brauche Informationen. Ich bezahle auch dafür. Das wird teuer. Soweit ich weiß, war Wasley ein Kunsthändler. Mehr als das. Er hat für die Mafia gearbeitet. Mafia? Wie kommen Sie darauf? Lady, ich weiß es.
Ich beobachte Wasley schon eine ganze Weile. Warum wurde er dann umgebracht? Wasley hat etwas gefunden, das sie haben wollten. Also musste er sterben. Sie haben dieses Monster auf ihn gehetzt. Sie sagten, er hätte etwas gefunden. Wissen Sie zufällig was? Ein Gemälde vielleicht? Keine Ahnung. Aber die haben ihn auf alle Fälle zum Schweigen gebracht. Die Mafia hat alle Beweise beseitigt und ins Strahhof geschafft. Jetzt verraten Sie mir doch sicher, was der Strahhof ist, oder? Nein. Ihre Sprechzeit ist um. Reden Sie weiter. Ich habe noch genug Geld. Das ist es nicht, aber ich erzähle Ihnen da gerade sehr gefährliche Sachen. Sollte lieber den Mund halten. Sie sind ein großer Junge. Sie machen das schon. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ludic. Mein Name ist Ludic. Okay, Ludic. Was noch? Das Strahhof ist das Prager Hauptquartier der Mafia. In letzter Zeit war dort verdammt viel los. Sie sind gut informiert. Ich bin ein Profi. Das ist mein Job. Ich habe Dossiers über alle Hauptdarsteller. Die sind aber nicht billig. Okay, zeigen Sie her. Das nennen Sie Dossiers? Wissen Sie, wer das ist? Nein, er kam gestern hier an. Das ist Bouchard. Ein Krimineller aus Paris. Ich bin dem Kerl mal begegnet. Echt? Gehört er zur Pariser Mafia? Keine Ahnung. Wer ist das? Das ist Eckhart. Wenn Sie mich fragen, hat der Kerl hier das Sagen. Allerdings weiß ich über ihn wesentlich weniger als über die anderen. Im Moment sind sie übrigens alle im Strahhof. Wer ist alle? Alle sechs Hauptdarsteller. Eckhart und die anderen fünf. Ludic, ich muss da rein. Heute. Was würden Sie machen? Schwierig. Das Gebäude wird schwer bewacht. Sicherheitstore, Kameras, Scanner. Aber... Ich könnte Ihnen einen Zugangscode besorgen. Ich habe Kontakte. Geben Sie mir eine halbe Stunde. Okay. Während Sie Ihre Besorgungen machen, sehe ich mich bei Wasley um. Passen Sie auf. Und lassen Sie mich nicht warten. Es ist ungesund, draußen herumzulaufen. Vor allem bei diesem Wetter. Wir sehen uns. Ja, das ist ja wesentlich besser abgegangen. Ich speichere jetzt auch nochmal ab. Frage ist natürlich, haben wir jetzt auch Geld für nun? Ja, oh, so ein bisschen. Mein Gott, der war ja ziemlich günstig. So. Jetzt müssen wir den Typen hier noch abknallen. Der hat nämlich einen Hammer. Den brauchen wir. Gut, dann holen wir uns jetzt nochmal die, wir müssen jetzt ja Gott sei Dank nicht so viel machen. Wir holen uns jetzt von da drüben einfach nur das Medipack noch. Und dann müssen wir die Wachen da hinten eliminieren, weil ich glaube, sie werden uns nicht gerade als normal sterbliche Laura da reinlassen oder in die Nähe lassen. So. Also jetzt mal hier rein. Ja, das beschleunigen wir hier mal ein bisschen so. Und jetzt hier rein. Und der Kleine oben über mir wird schon wieder aktiv. Also es wumst wieder richtig. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ist halt, wenn man Kinder über sich wohnen hat. Okay, weiter geht's. Gehen wir wieder hier raus. Und ich wollte speichern. Ich muss ja jetzt jeden möglichen Fortschritt hier speichern, weil wir wollen ja nicht nochmal diesen ganzen Käse nochmal haben. So, jetzt laufen wir mal hier rein. Mit gezückter Waffe. Ist mir ja egal, es sind hier nur zwei. Und ein Hund. Boah, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Das ist, wenn man hier gerade so spielt. Und der Kleine da oben dann erstmal richtig Wumms macht. So, erledigt, erledigt. Jetzt müssen wir hier natürlich nur noch raus. Dazu nehmen wir wieder den Hammer. Hier rein und dann dürfen wir uns das Bouchard-Gespräch nachher nochmal anhören. Danach muss ich wieder speichern, ich weiß. Dück. Aber was soll ich denn machen? Ich hab's halt voll verpennt. Und ich kann ja nichts dafür, dass Lara nicht so gut springen kann. Wo es eigentlich hier unten ziemlich gut macht. Warte, wir wollen nicht ins Wasser. Gut. Da wollen wir eigentlich nur rein. Alle anderen Wege führen ja zu nixe. Der Weg wahrscheinlich auch nicht. Keine Chance.
Keine Chance. Oh, das war aber sehr komisch. Naja, gut. Laufen wir also wieder hier hoch. Hier rein. Ist da eigentlich noch irgendwo rein? Nö. Und wieder einen Fußabdruck hinterlassen. So, dann wollen wir mal. Jetzt musst du reden. Ich will antworten, Bouchard. Warum wollten Sie mich in Paris töten? Sie waren lästig. Ein loses Ende, das man abschneiden musste. Wer gab den Auftrag? Ein Verrückter namens Eckhart. Er hat mich unter Druck gesetzt. Hat meine Familie bedroht und meine Männer getötet. Sie haben einen von ihnen in der Kirche gesehen. Ein echter Psychopath, was? Schlimmer. Eckhart ist das Monster. Wirklich? Was genau wollte er von Ihnen? Ich sollte ein Gemälde, das im Louvre in Paris war, zum Strahov-Gebäude hier in Prag bringen. Mein Gemälde? Es war nicht einfach, das Ding aus dem Louvre zu holen, Bouchard. Tja, in diesem Spiel gibt es nur Verlierer. Warum nach Prag? Eckhart wird von einer Gruppe hier in Prag gedeckt. Sie nennen sich Kabal. Sie sind mindestens so gefährlich wie Eckhart, aber noch verrückter. Die Kabal? Nicht die Mafia? Nein. Die Kabal sind gefährlicher als die Mafia. Niemand weiß, wie alt sie wirklich sind. Aber ich habe Aufzeichnungen gesehen. Anscheinend waren sie schon im Zweiten Weltkrieg aktiv. Interessant. Jeder, der sich zu sehr für die Geschäfte der Kabal interessiert, verschwindet spurlos. Wie mein Freund von Croy. Was hatte er mit der Sache zu tun? Er sollte eines der 5 Gemälde der Finsternis suchen. Das Bild aus dem Louvre. Aber er hat zu viel herausgefunden. Er hat mit Wasley hier in Prag gesprochen. Die beiden haben Informationen ausgetauscht. Sie haben also zusammengearbeitet? Sie haben Informationen ausgetauscht, mehr nicht. Wasley war ein Einzelgänger. Außerdem hat er den 5. Stich selbst behalten. Warum sind diese Stiche so wichtig? Jeder Stich enthält Informationen über das Versteck des entsprechenden Gemäldes. Also hat einer der Stiche von Croy zu dem Gemälde im Louvre geführt. Ja, aber ihr Freund war unvorsichtig. Die Kabal hatten die Faxe abgefangen. Also brauchte Eckhart von Croy nicht mehr. Er war nur noch ein loses Ende, das abgeschnitten werden musste, wie Wasley. Getötet, nicht abgeschnitten. Warum hat Eckhart die Leichen so zugerichtet, Bouchard? Er wollte damit irgendetwas verbergen. Er nimmt den Leichen Dinge. Dinge, die er braucht, um den Cubiculum Nepheli zu beschwören. Der Cubiculum Nepheli. Der Schläfer. Der letzte Überlebende der Nephilim. Sie haben also schon von ihm gehört. Eckhart ist verrückt. Er will mit Hilfe des Schläfers die Nephilim zu neuem Leben erwecken. So sieht es aus. Also führt uns der 5. Stich, den Wasley zurückgehalten hat, zum letzten Gemälde der Finsternis. Ich sehe mich hier mal um. Er wird ihn gut versteckt haben. Wasley war sehr vorsichtig. Offensichtlich nicht vorsichtig genug. Auf dem letzten Stich ist das Gewölbe der Trophäen abgebildet. Es war eine der letzten geheimen Festungen der Lux Veritatis. Eckhart will um jeden Preis hinein. Woher wissen Sie das alles, Bouchard? Informationen sind überlebenswichtig. Ich überlebe. Wissen Sie auch, wo dieses Gewölbe ist? Es muss irgendwo unter dem Strahov-Gebäude sein. Und das Gemälde ist wirklich dort? Eckhart glaubt es. Das ist einer der Gründe, warum sich die Kabal dort eingenistet haben. Die Zeit wird knapp. Ich muss mich hier umsehen. Und ich? Wollen Sie mich etwa hier lassen? Ja. Machen Sie eine Pause. Sie sind viel herumgelaufen. Ich komme mit dem 5. Stich zurück. Gut. Speichern, bevor wir nochmal diesen ganzen Redefluss haben. Und weiter geht's.
Ja, das müsste jetzt eigentlich hier machbar sein. Wir müssen also wieder hoch. Oder? Ach ja, hier unten im Schrank. Irgendwo hier unten im Schrank. Oh, war das hier? Wesley. Was hast du gesagt? Naja. Gut, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Machen die Glock wieder auf. Das Übliche, ne, Laura? Und wir machen dich mal wieder ein Stück stärker, weil du musst das ja stärker werden. Gut. Ja, so ist das Leben. So ist das Leben. Ja. Hoffentlich haben wir es bald hinter uns, ne? Mit diesen ganzen... Also ich werde stärker. Das mit dem Reden finde ich ja ganz nett, aber... Wenn man das nochmal alles machen muss, wenn man irgendwo stirbt, dann ist das ganz schön nervig.